Die kleine Gemeinde Dünz in Vorarlberg, Teil der Dreiklangregion, beeindruckt mit ihrem Gleichgewicht aus moderner Infrastruktur, traditionellem Dorfleben und starkem Gemeinschaftssinn. In den vergangenen Jahren wurde viel in die Entwicklung des Ortes investiert, von erweiterten Kinderbetreuungsmöglichkeiten bis hin zu kulturellen und sportlichen Angeboten. Auch die Wasserversorgung ist eine Besonderheit in Dünz. Eine eigene Quelle versorgt alle Haushalte sowie 14 Brunnen im Dorf mit hervorragender Wasserqualität. Die Wasserversorgung zusammen mit den Dorfbrunnen, diesen 14 Dorfbrunnen, bildet ein Herzstück unserer Infrastruktur. Und wir sind sehr stolz, dass uns der Künstler Herbert Fritsch, der leider schon verstorben ist, solche Brunnen, insgesamt 4 Stück, neu gestaltet hat und einen künstlerischen Touch verliehen hat. Gleichzeitig arbeitet Dünz gemeinsam mit Nachbargemeinden an einer Notwasserversorgung. Wir sind auch bestrebt, die Wasserversorgung dahingehend krisensicher zu machen, in dem Sinn, dass wir eine Notwasserversorgung aktuell mit den Gemeinden Bludesch, Schlinz, Rönz, Schniefis und Dünzerberg errichten, die uns in Notsituationen mit Wasser versorgen kann, aus dem Trinkwassergrundsee aus dem Walgau versorgen wird und daher auch die Möglichkeit für Notsituationen gerüstet zu sein. Ein Wahrzeichen des Dorfes ist die alte Mühle, ein historisches Gebäude, das bis ins 13. Jahrhundert zurückreicht. Lange Zeit war sie stillgelegt, bis eine Familie mit viel Engagement die Restaurierung in Angriff nahm. Heute dient die Mühle als Treffpunkt für Dorfbewohner und Gäste und verbindet so historische Bausubstanz mit moderner Nutzung. Ja, inzwischen macht mein Sohn, Maler wird man nie mehr, wir werden nur als Schaubetrieb gehen, dass es leer läuft. Aber um das auch, dass mehrere Leute das sagen können, ist die Idee entstanden, dass er doch ein Lokal betreibt. Weil er sich sieht, dann kann ich das, können Leute das sagen. Und es ist schon ein guter Effekt, da kommen sie her, schauen sich das an, gehen durch den alten Mühlraum, das immer wieder Staunen auslöst, muss man sagen. Und werden die noch eine Arbeit lang verwöhnen. Auch die Landwirtschaft hat in Dünz einen wichtigen Stellenwert und wird auf modernste Weise weitergeführt. Auf einem lokalen Bauernhof wird neben Milchwirtschaft und Viehzucht auch Obst angebaut. Die Früchte, darunter Kirschen, Zwetschgen und Äpfel, werden direkt am Hof verarbeitet, etwa zu Apfelsaft, Most und Edelbränden. Was uns im Obstbau absolut auffällt, ist der Klimawandel, weil wir Obstsorten anbauen, wo man früher nur am Bodensee draussen abgebaut hat. Ich kenne dort draussen Obstspuren, ich erzähle ihm das immer, was ich hier anbaue, und dann sieht er, das gibt es ja nicht auf 800 Meter Höhe, die Sorten anbauen. Genauso Zwetschgen, Kirschen, der Klimawandel tut das seine dazu. Da bin ich einfach überzeugt davon. Eine weitere Besonderheit der Gemeinde ist die Wiederbelebung des Weinbaus. Vor etwa 30 Jahren wurde die alte Tradition nach langer Pause wieder aufgenommen. Ja, der Weinanbau in Dünz ist eigentlich schon historisch belegt. Also von 1400 weg war immer Weinbau im Walgau, an der Sonnenseite vom Walgau, in den ganzen Gemeinden zwischen Bludenz und Feldkirch. Und da war natürlich auch Dünz dabei. Und die Weinbautradition, die irgendwann einmal um 1850 bis 1900 aufgehört hat, haben wir dann wieder belebt. Und zwar mein Bruder, der Dietmar, hat vor ca. 30 Jahren angefangen, wieder Wein anzubauen. Mit Erfolg, wie man sieht. Also wir haben sehr gute Tropfen, die wir jetzt wieder produzieren, und diese Geschichte hat sich entwickelt. Ja, wir haben ungefähr ein Hektar, eine kleine Rebfläche, die in Ertrag ist, aber wir haben auf diesem Hektar ca. 12 verschiedene Rebsorten gesetzt. Das macht es recht interessant, weil man dann auch schauen kann, welche Reben das wirklich funktionieren, welche das Klima bei uns aushalten, diese satten Niederschläge, die wir jedes Jahr haben. Und da hat sich jetzt herausgestellt, dass man wirklich schon mit dem Klimawandel auch Rebsorten setzen können, die vor 20, 30 Jahren jetzt nicht funktioniert hätten. Ja. Das Ergebnis wird beim jährlichen Kellergassenfest gefeiert, wo alle drei Winzer ihre Weine präsentieren.
Die Kinderbetreuung in Dünns verfolgt ein innovatives Konzept. Mit viel Freiraum und einem Montessori-Ansatz werden Kinder ab 1,5 Jahren spielerisch begleitet und gefördert. Die Sommerbetreuung findet häufig in der Natur statt, wo der Wald und die ruhigen Umgebungen den Kleinen besondere Sicherheit und Inspiration zum Erforschen bieten. Also wir haben Kinder von 1,5 bis 3 bis 4 fast, wenn sie in Kinder kommen. Und es ist so, wir arbeiten ganz viel montessorisch, mit ganz viel Achtsamkeit, sehr fokussiert auf die Kinder. Wir beobachten sie und gehen ihnen einen riesengroßen Freiraum. Wir schauen gut auf sie und schaffen mit ganz viel Herz. Das ist so unser Ding. Aber wir lassen sie selbst erfahren, selbst entwickeln. Sie sollen die Welt entdecken. Das ist eigentlich so unser großer Bonus. Sie sollen entdecken. Und wir sind da, wenn sie Hilfe brauchen. Der Kindergarten der Gemeinde ist ein weiterer zentraler Bestandteil des Dorflebens. Besonders hervorzuheben ist die Nähe zu vielen Orten im Dorf, die für die Kinder immer wieder spannende Möglichkeiten bieten. Sei es beim Mosten oder auf einem der Spielplätze. Viele Eltern, die heute ihre Kinder in den Kindergarten bringen, haben selbst hier als Kinder gespielt. Also wir sind da im Zentrum und so fühlen wir uns so. Also rundum, wir sind überall willkommen. Wir dürfen Mosten kommen, wir dürfen in den Wald kommen. Wir sind einfach immer mittendrin und überall dabei. Und das ist ein feines Gefühl. Die Vereine prägen das soziale Leben in Dünns und tragen wesentlich zum Zusammenhalt der Gemeinde bei. Sie sind nicht nur Treffpunkte für verschiedene Generationen, sondern bewahren auch alte Traditionen und schaffen Raum für neue Ideen. Ein solcher Verein ist die Funkenzunft, die seit 40 Jahren besteht und das traditionelle Funkenabbrennen organisiert. Dieses Brauchtum, das symbolisch den Winter vertreibt, bringt jedes Jahr Jung und Alt zusammen. Solche Veranstaltungen sind nicht nur kulturell bedeutsam, sondern auch ein Treffpunkt für die gesamte Dorfgemeinschaft. In Dünns sind wir sehr gut aufgenommen und mittendrin als Funkenzunft. Ja, wir sind auch ein Teil natürlich von der ganzen Vereine. Wir machen unter der Vereine auch ziemlich viel, zum Beispiel der Ball. Und natürlich unser Hauptevent im Jahr ist der Funker. Und das Holzer kommt dazu. Und sonst haben wir zum Beispiel noch Papiersammler. Das ist schon wichtig, dass man ein bisschen Zusammenhalt hat. Auch der Sportverein ist eine zentrale Säule des Vereinslebens. Neben klassischen Sportangeboten wie Turnkursen für Kinder und Senioren gibt es regelmäßige Bewegungsnachmittage und Wanderungen, die generationsübergreifend begeistern. Ein besonderes Highlight ist das Beachvolleyballturnier, das alle 2 Jahre stattfindet und sportlichen Ehrgeiz mit Geselligkeit verbindet. Wir sind 1984 Gründer geworden. Wir haben ca. 80 Mitglieder. Da sind aktive Mitglieder dabei und auch unterstützende passive Mitglieder. Was wir so tun bei uns, also im Sommer, wenn wir es eh sagen, spielen wir gerne Beachvolleyball draußen am Platz. Wir haben alle 2 Jahre Beachvolleyballturnier. Für Kinder machen wir ab und zu Bewegungsnachmittage. Ja, und wenn wir mal nicht am Sportplatz sind, machen wir verschiedene Kurse, bieten wir da auch im Saal. Da bieten wir zum Beispiel Step Aerobic, Phanton, Pilates, Yoga, Seniorenturnen, Kinderturnen. Also ganz viel Sachen an. Also es ist ein sehr guter Zusammenhalt in der Gemeinde. Es ist schön, wenn man sich ein bisschen integriert, dann hat man es wirklich fein miteinander. Also, ja. Ein anderer Verein, der in Dünns eine unverzichtbare Rolle spielt, ist die Feuerwehr. Seit ihrer Gründung im Jahr 1913 ist sie nicht nur für den Schutz der Bevölkerung verantwortlich, sondern auch ein wichtiger sozialer Treffpunkt. Mit über 40 aktiven Mitgliedern organisiert die Feuerwehr nicht nur regelmäßige Übungen, sondern auch Veranstaltungen wie den beliebten Seifenkisten-Grand Prix für Kinder. Darüber hinaus engagiert sich die Wettkampfgruppe intensiv und nimmt regelmäßig an nationalen Bewerben teil. Ja, die Feuerwehr gibt es seit 1913, also schon relativ lang für so ein kleines Dörfle. Wir sind auch relativ viele Leute, also es sind über 40 Leute bei der Feuerwehr bei uns. Das heißt, ein guter Schnitt mit unseren Einwohnern, die wir haben. Man kann es vielleicht in Prozent einmal ausrechnen. Ja, hat eine große Tradition bei uns. Es ist ein Verein, der Anführungszeichen, eine Körperschaft, wo gut funktioniert bei uns im Dorf. Und die Wettkampfgruppe ist seit vielen Jahren Bestandteil. Jetzt sind momentan wir in unserem Altersdurchschnitt auch relativ aktiv. Die Junge drucken schon nach, sind auch sehr erfolgreich gewesen. Und ja, wir sind froh, wenn wir so eine Gruppe haben, weil es treibt die Feuerwehr. Die Feuerwehr hat einen hohen Stellenwert, hat eine super Wertschätzung für uns im Dorf. Klar ist es eine wichtige Organisation, übernimmt auch ganz anders. Wir machen zum Beispiel für die Jugend sehr viel. Wir machen einen Seifenkister Grand Prix alle 2 Jahre für das ganze Land. Also da wird schon einiges geboten auch für einen Nachwuchs.
Ein einzigartiges Projekt, das die soziale Innovation in Dünz unterstreicht, ist das Dorfhus. Es vereint einen Nahversorger, gastronomische Angebote und sogar eine kleine Bibliothek unter einem Dach. Ja, das ist ganz interessant, dass man eigentlich da noch eine Bibliothek in Gastronomiebetrieb hinein konzipiert hat. Es bringt erstens einmal einen eigenen Flair und hat auch was Tolles, einen tollen Effekt für die Schule, die somit eine Bibliothek hat, und auch die Bevölkerung kann bei Lust und Laune jederzeit ein Buch ausleihen. Ja, ist doch eine nette Idee. Hier wird Regionalität gelebt. Waren aus dem Gemeindeladen finden im Restaurant kreative Verwendung, um Lebensmittelverschwendung zu minimieren. Das Konzept wurde von der Bevölkerung gut angenommen und zieht auch Besucher aus der Region an. Also die Stimmung ist durchwegs positiv und gut. Es ist immer ein bisschen was los. Es wird da angenommen von der Bevölkerung und auch aus der Region kommen immer wieder Leute, weil sie natürlich auch gespannt sind oder sehen wollen, was da in Dünz entstanden ist. Mit all diesen Projekten, Traditionen und Aktivitäten hat sich Dünz als ein Ort positioniert, der Vergangenheit und Zukunft miteinander verbindet. Die enge Zusammenarbeit zwischen den Vereinen, den Bürgern und der Gemeinde schafft eine Atmosphäre, in der Zusammenhalt und Lebensqualität im Mittelpunkt stehen.